schönes Rennen, oder? So. Also hinten lang. Jetzt nimmt es sich. Hallo Leute, wir grüßen euch. Wir sind mal wieder unterwegs. Mal Richtung schöne Aussicht und dann vielleicht noch weiter Richtung Geschwandener Bauer. Mal sehen. Und dann eventuell von dort aus noch eine kleine Rundtour. Ein bisschen höher gelegenen Fahrt wieder zurück. Wir können gleich weiter hin, was wir hinten. Wir hier erstmal einen Ausweg haben. Fantastisch. Liegt da kein Schnee oben auf der Alpspitze? Nee. Ganz wenig nur. Ja, dran liegt. Könnte man jetzt nur hochgehen. Außen kann man vorbei hin. Mit Schanze. Hier sind wir jetzt. Mittendrin. Okay. So, hier sind wir jetzt. Ich komme hier durch das Training. Mal drauf durch hin, durch das Training ist zu dahinter. Ja? Hier einfach hochziehen vorne. Genau. Drehteil funktioniert nicht. So, hier sind wir jetzt. So.
Und hier nun die Pfeifer im. Ein paar Schafe. Hört sich ja fast an wie eine Kuh. Ne? Hier ist noch eins. Komm, Heffi, komm. Ne? Hier noch Pink, ne? Die Mutter quäkt schon. Okay. Da ragt der Wörner raus. Sitzt in der Mitte. Die große Platte da. Dass man da hochkommt. Ne? Und da die Säulenspitze. Ne? Da links, das ganze Ding, da die Kante da hoch praktisch. Wie weit man da noch hochlaufen muss. Wenn man jetzt links unten angekommen ist, musst du noch ziemlich weit immer weiter nach oben steigen. Schüttelkarspitze sehe ich da auch noch. Da so in der Mitte von den ganzen Gebilde da praktisch. Ja. Da müssen wir auch noch hoch. Fragt sich nur wann. Nächstes Jahr erst. Ja. Obwohl jetzt bei dem Wetter hier zu ist so ja kein Schnee drauf oben. Wurde jetzt noch hin, ne? Und die Hauptberge, Halbspitze, Zugspitze, Waxensteine, von links nach rechts zu sehen. Und zählt. Knallblau mir heute. Fantastisch. Endlich zurück. Back on the trail. Ein fantastischer Tag heute. Absolut blauer Himmel. Richtig warm. Fast zu warm angezogen jetzt. Ich kann mein Halstuch machen. Ne? Liegt das ab hier. Ja, viel besser. Was kommt da jetzt schon? Das ist jetzt Schlattan oder sowas. Ach ja, ja. Und die Schwandnerbauer, ist der jetzt hier vorne schon oder ist er noch weiter da hinten? Ja, bestimmt da hinten oben. Das letzte, was wir da sehen, ja. Oder noch weiter weg? Das ist das, ist das schon, das, ne? Mhm. Gut. Sieht man hier immer was von den Bergen her. War nicht mehr zu sehen. Hätten wir weiter oben machen müssen. So, wo sind wir denn? Hier ist dein Standort. Also mal mein Standort. Unser Standort. Da hinten ist der Schwandnerbauer da oben. Da ist er nicht mehr so weit, oder? Und der Weg, den wir laufen wollen, der geht, entweder nehmen wir den unteren hier, oder muss man ein Stück höher gehen und dann jetzt hier an der Wand geht ein kleiner Pfad lang. Bei den nehmen wir sehen. Also hier sind wir jetzt. Da sind wir jetzt. Und jetzt hier ist die Schwandnerbauer. Und hier der normale Weg wieder ab 414.
Und hier kann man bis da oben hin und dann kann man hier auf diesem Pfad lang. Wie heißt der Pfad? Ja, der hat keinen Namen. Ja, der hat auch einen Namen, aber der steht hier nicht drin. Aber hier oben ist auch noch so ein Querpfad da lang. Mitter Hüttensteig. Den könnte man auch hin. Mitter Hüttensteig, da sind wir ja schon fast oben. Da könnten wir gleich über den Wand latschen oben. Entweder den hier, den zweiten, wo der Name nicht dran steht. Ja, da müssen wir ziemlich weit hoch. Hier, wie weit man da hoch muss, da sind wir ja schon fast oben. Oder hier, jetzt abgeschwandener Bauer 414. Genau. Ich glaube, wir nehmen den hier, 414. Man könnte hier jetzt auch noch... Ah, Schwarzbodensteig ist das, genau. Man könnte jetzt den 414er hin und dann hier abgehen und dann hier über den Schwarzbodensteig noch hin. Ja, mal sehen. Okay, wir mal sehen. Gut. So, hier sind wir jetzt. Bänke gibt es hier noch. Drei Stück. Da hinten ist noch einer weg. Vier. Da oben der Wank, also ein Teil davon, die Spitze sieht man von hier aus nicht. Ist noch etwas dahinter. Ja, verschwinden wir mal. Das ist der Baumer. Puh. Komm. Ja. Okay. Und weiter. Genau, hier ist es. Hier ist der Einstieg. Fantastisch. Zweig muss so weit kommen nach links. Da ist er schon, ne? Ja, ja, da ist er. Genau, das ist er. Genau. Da jetzt hoch zum Wank. Und hier jetzt zurück nach Patenkirchen. Tannenhütte. Eine Stunde genau da immer lang, komm. Der Mitter Hüttensteig, der ist einfach zu hoch. Da wären wir ja schon fast auf der Bank drauf. Tja, die
Ich habe mal wieder gedacht, dieser Steig geht nur waagerecht. Aber nein, er geht immer weiter nach oben. Ja. Waagerecht ist der nicht. Sagt man es ja, oder? Weiter, weiter. Die Steigung scheint zu Ende zu sein. Endlich. Ja, da ein Schild, ein Durchgang. Hier jetzt waagerecht weiter. Fantastisch. Achtung, Weidetiere, bitte Abstand halten. Abstand halten? Ich will die Kühe streicheln, Mensch. Streicheln wollen wir die. Und die nehmen uns dann auf der Hörnabe. Ey, toller Pfad hier. Das ist ja genial, hier wird hier ausgekehrt. So was finde ich gut. Das ist ja genial, wa? Total gut hier. Haha. Und hier eine schöne Pfütze. Da laufen wir natürlich nicht durch. Jetzt haben wir nachher doppelt so schwere Schuhe. Boah, es ist eine Pampe da. Du läufst da lang? Das ist toll. Fantastisch ist das hier. Hat sich neu gelohnt, hier die Höhenmeter zu machen. Ne? Ja. Okay. Ja, toller Wald hier. Ne? Da, ja, abgehackte Bäume. Sind die abgehackt oder sind sie umgefallen? Abgesägt, ne? Gefällt. Das waren die alle kaputt. Abgestorben schon. Sieht nach abgestorbenen Bäumen aus. Ja, hier wird es ganz schön kalt jetzt wieder, oder? Die Jacke anziehen. Wurzelwege. Oh, ja. Jetzt hat man den höchsten Punkt erreicht hier, glaube ich. Jetzt sieht es bergab wieder.
gibt es hier so einen Spezialübergang. Da geht man schon drüber. Fantastisch. Und meine Brille, das fehlt. Wenn hier so rüberkommt, könnte man hier auf die Doppelfelder hochgehen. Kommt man da nicht, wie hoch tue ich nicht, oder? Ja, geht nicht. Komm, willst du hoch rüber hin? Hätten wir her das Ding. Her das Ding, ja. Komm. Komm, hier hoch rüber. Ist ganz einfach. Ja, popelig. Musst du gleich sehen, da musst du eine schöne Hand haben, denn das ist natürlich einfacher. Noch höher oben anfassen. Genau, und jetzt da rüber steigen einfach. Ja, wollen wir hier die Stoppelfelder mal hochgehen? Ich sehe das Stück. Und gehen wir hier die Stoppelfelder hoch. Wie das hier aussieht, ne? Äußerst merkwürdig. Wie komisch aus, ne? Kleine Grasknubbel hier. Da hinten ist der Kramer. Dahinter der Felderkopf. Felderkopf und Brunstelkopf da rechts noch. Vorne in der Mitte noch der Katzenkopf. Ja, ich glaube, da hinten könnte man auch noch runterkommen, wenn man da runter geht. Ja, sollen wir hier über der Wiesen rüber gehen? Da runter oder sollen wir zum Weg zurückgehen? Ja, können wir mal probieren. Meinst du? Ich weiß, wo man da runterkommt hinten. Immer hier einfach lang, mal sehen. Immer hier einfach mal rüber. Wie das hier so aussieht. Ne? Gibt leider nicht hinterher. Muss ich eine Drohne kaufen. Leider nicht so drin derzeit. Da wird eine Hacke. Da unten müsste irgendwo die Bank sein. Komm, wir lieber hier hinten durch. Rechts mehr, rechts rüber. Gut. Ja, hier, jetzt ja. Ja, ich sehe das schon. Wie es hier aussieht, geht das? Komm, lauf da durch. Wie es hier aussieht, einfach fantastisch ist das hier. Toll, toller Weg hier.
Ein Tierfellkorken da rumstehen, ne? Wie das alles hier aussieht. Dicker Ding da. Dicker Baum da, immer vorbei, komm, hier hinten. Hier links. Da hinten ist noch mehr Zeug. Hier war ich schon mal, so vor 15 Jahren ungefähr. Boah, ein dicker Ding, oder? Ey, hier. Ich weiß noch, wie das damals aussah, wo das frisch war, gerade wo die ganzen Bäume umgekippt waren hier. Ja. Nach dem Sturm. Ja. Ja. Da war ich, glaube ich, hier oben. Da sah das noch viel übler hier alles aus. Ja. Hier hinten durch. Ja. Okay, da unten ist schon so eine Art Weg. Hier könnte man wegrutschen. Ach, da ist der andere Weg da unten. Ah, ja. Da ist die Bank, glaube ich, unten. Ja. Genau, gehen wir hier lang, an der Seite. Ach, oder kommen wir da vorne besser weiter, wenn wir wieder rechts mehr rinnehmen. Hier zum Beispiel. Ach, Ast. Na, ja, hier irgendwo lang. Na ja, hier durch. Ja, und der Tannenzapfen hier. Ja. Mann, ja. Tonnenweise Zeug hier. Brauchen wir ja nicht mehr. Ja. Für den Weihnachtsbaum. Mal ein paar Tannenzapfen anhängen. Für den Weihnachtskranz. Boah, Linie, tonnenweise Tannenzapfen. Ja, Wahnsinn, Mann. Tausende. Ja. Okay. Gut, wir gehen jetzt erstmal hier runter bis zum Weg da unten und dann. So. Hier wird es nochmal spannend. Hier haben wir noch ein paar umgekippte Bäume. Oh. Ah ja, gleich sind wir unten. Ah ja, das ist der Weg da. Da rechts kommt dann die Brücke da. Die Hackab-Schor-Brücke zur Tannenhütte. Knickt. Kommen wir hier überhaupt über den Zaun? Aber da unten ist ja ein Tor, da muss das nicht hin. Da muss es ja nicht hin. Da muss ich rüber hin. Guck mal hier weiter. Boah, beinahe weggerutscht. Ich bin gleich in Steinen weggerutscht. Na, da ist doch schon der Weg. Hier können wir rüber hin. Wo ist denn die Bank da unten? Da sind zwei Bänke. So. Genau, da muss ich hin. Ja, da ist alles offen. Alles offen. Fantastisch. Oh. Gut. Oh. Ein Stein unterm Fuß. Das ist ein Stein. Ah. Was? Boah, oh, mehr. Muss man was? Ja, wo sind wir denn da denn? Da hinten links runter oder über die Brücke rüber? Nee. Hackab-Schor-Brücke und dann Tannenhütte und dann hinten den Zickzackweg runter. Na, und hier? Hier müssen wir nur einen Forstweg runter. Ja. Ist das besser für den Hatten? Oder? Aber hier wären wir normalerweise runtergekommen. Hier an diesem Weg hier rechts. Hier. Genau da. Da ist der normale Ausgang. Da hinten jetzt auch noch zur Tannenhütte, da ist so eine Kurve hinten, da muss man wieder nach links gehen.
ist aber natürlich wesentlich weiter, als wenn man hier einfach jetzt über die Brücke da hinten geht. Mal sehen, vielleicht gehen wir da noch rüber heute. Keine Ahnung. So. Die Bäume, ja, riesen Dinger hier. Wollen wir hier über einen Schotter laufen oder lieber hier über der Wiese oben? Wiese ist einfach, oder? Ja. Wiese rutscht man hier so schnell weg. Ja, viel besser. Viel besser. Ja, Wiese runter. Komm, bisschen näher ran neben mir. Oder hier, keine Ahnung. Ja, das ist genial. Und leider gerade belegt. So, sollen wir uns daneben legen? Eher nicht. Ne? Stonehenge in Mikro. Ja, wollen wir über der Brücke gehen? Gehen wir über der Brücke. Ne? Komm, the bridge. Gehen wir über the bridge. Mr. and Mrs. Shadow. Mario Green lässt los. Wo ist die Brücke? Hier. Hier rum. Ja, genau. Die Brücke, die Brücke. Und da ist sie. Die Hacker-Pschau-Brücke. Fantastisch. Ja, natürlich der Film, gehen wir da rüber hin. Haha. Ja, ich bin ja schon fünfmal rübergelaufen. Und das Ding ist nicht zusammengebrochen. Dann wird es jetzt auch nicht zusammenbrechen. Ne? Aber so eklig irgendwie, wenn hier so eine Platte unten ausbricht. Boah, das Ding schwankt ganz schön, ne? Wenn so eine Platte ausbricht, da habe ich lieber noch eine Hand hier am Hof da rumfatzen zu machen. Wippst hier noch ein bisschen rum, das ist noch mehr spannend, ne? Wenn so eine Platte hier ausbricht, stell mal vor, wie tief man denn hier absegelt. Ja, dann wird viel ruhig. Weil letztes Mal nicht zusammengebrochen, dann würdest du jetzt auch nicht zusammenbrechen. Ne? So, da oben war die Tannenhütte, konnte ich leider nicht filmen, weil 1000 Leute da waren. Ja, und jetzt geht's hier weiter. Boah, hier könnte man wegrutschen. Ne? Ja, den Weg haben wir ja schon gefilmt hier. Ich filme jetzt noch mal so ein bisschen, so 2, 3, 10 kurze. Okay. Gut, im Herbst haben wir die Szene noch nicht. Dann sieht es ja wieder anders aus. So. Oh. Because
muss das passen, da könnte was drunter liegen. Ja. So langsam mal hoch. Kannst du wieder langsam mal hoch. Ja, hier geht's. Ja, hier ist ein Nadelbaum, das bin ich jetzt hier. In den Blättern könnten nur noch Tannenzapfen liegen. Den Weg finde ich immer genial. Den musst du echt aufpassen. Hier geht es teilweise an der Seite auch schon ein bisschen runter so. Also hier jetzt noch, aber da hinten kommt noch eine Stelle. So. So. Und weiter jetzt. Der Geheimpfad. Der Geheimpfad hier. Ist ja viel besser. Viel besser ist der. Ah, hier an der Seite geht schon ein bisschen runter, da könnte man immer weiter runterfliegen. Ja, hier jetzt wieder. Man muss also aufpassen. Na ja, hier so. Oh, hier geht schon so ein bisschen runter. Wird man wahrscheinlich irgendwo unten an den Bäumen hängen bleiben, aber verletzt ist man garantiert. Na ja, hier so jetzt. Boah. Und man stolpert über Wurzeln. Und die sieht man teilweise im Laub ja nicht. Ja, wer das vermeiden will, muss halt auf dem Hauptweg laufen. Das dürfte etwas sauberer sein. Kommen wir hier überhaupt durch hinten? Boah, jetzt wird es hier ganz übel, wa? Jetzt wird es ganz übel hier. Boah. Ach du Scheiße, ja da rübersteigen und dann da links, da geht der Weg weiter, siehst du das da? Genau da. Ja, ja, jetzt schon. Jetzt schon, jetzt schon, jetzt schon. Boah. Wie genial das ist. Oder ist es genial oder ist es nicht genial? Das ist eher nicht genial, würde ich sagen. Jetzt habe ich nur den neuen Kopf drin. Ach, ich sehe auch nicht. Ich mich da dran festhalten. Boah, unten vor hier hin. Boah. Den Ast in den Daumen drin, ja, in der Handfläche drin. Ja. Wie kurz der Weg eigentlich ist. Ich dachte, früher kamen wir mir viel länger vor. Je öfter man hier langläuft, umso kürzer kommt einem der Weg vor irgendwie. Das ist merkwürdig, warum das so ist. So, weiter jetzt, komm. Zurück auf den normalen Weg. Mal diese Steine. Boah, jetzt hätte ich mal hier schön mal trinken hier. Hier ist doch mal der Hauptbrunnen hier. Da. Komm, wollen wir mal trinken? Schnall ab. Wir müssen mal trinken von dem Superwasser hier. Von dem Zauberwasser. Ja, fantastisch. Zaubertrunk. Der Miraculix. Und so stark danach, dass man praktisch runterschwebt. Oh. Oh, ist das genial. Fantastisch.
So gut. Ah. Ah. Fantastischer Jahrgang 2021. So, hier. Das ist so genial, weil es kalt ist. Das läuft ja viel besser im Durst als die warme Pulle da. Okay, weiter jetzt. Ah. Und kann man den Wasserfall sehen hinten. Was zu sehen? Ja, fantastisch. Können wir mal kurz rinnen hier hin, vielleicht strecken wir. Naja, ich muss hier rinnen. Ich muss sofort da rinnen. Schnell. Ja. Brauchst du ja nicht mitkommen. Jedes Mal, wenn ich hier bin, muss ich hier rinnen. Reimt sie noch. Genial, jetzt wieder zurück. Gerutscht. Da hinten durchgekommen ganz leicht. Und jetzt hier vorne, wo es einfach wird, da rutsche ich dann weg. Das ist immer so. Wenn es schwer ist, dann passiert ja nichts. Und wenn es dann einfach wird, da rutscht du weg, plötzlich. Ja, weil dich dann nicht mehr so konzentrierst. Weil du denkst, es ist ja alles einfach. Brauchst du nicht konzentrieren und zack, liegt man auf dem Hintern. Ich bin heute vornehm. Ich sage heute nicht das A-Wort.